Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum Video. Ich habe für euch heute einen Action-Haul. Ich war nämlich heute unterwegs und wo wir waren, war auch ein Action und ja, bin mir leicht eskaliert. Zum einen habe ich mir 2x3 Cardstock, Karton, Shipboard, wie man das nennt. Die nennen es Conway Cardboard. A3, 300 Gramm, 10 Sheets und 10 Colors, also 10 Farben. Genau. Wir haben dann die ganzen Standardfarben, was ihr so kennt. Genau, davon zwei, weil ich habe damit ein Projekt vor. Dann, ich greife euch jetzt, habe ich diese Stickers mitgenommen. Dann, das darf, oder darf bei jedem Einkauf mit doppelseitiges Klebeband. Und einmal Formtape. Fünf. Noch eine Rolle von doppelseitiges Klebeband. Okay. Ich sag auch gleich, wenn ich mal zu doppelseitiges Klebeband mitgenommen habe. So. 2, 4, 6, 8. 11 Mal. Und zwar mal Formtape. Dann habe ich mir so diese Bänder mitgenommen. Das sind immer 5 in 1, sage ich jetzt mal. Dann habe ich mir diese Bänder mitgenommen. Ich habe nämlich den nächsten Großprojekt vor. Dann habe ich mir Karten und Umschläge mitgenommen. Einmal diese hier. Mit den Farben. Das ist jetzt die Variante 13x13 und 14x14. Dann habe ich einmal diese Variante in A6 und C6 und einmal nochmal 13x13 und 14x14 in diese Variante. Die Kreisstanze, die hat mir das irgendwie angetan. Ich habe zwar noch Kreisstanzen, aber ich habe mir die mal mitgenommen, weil ich die Form, weil ich den gestitcht da, also wie man das, also die Form fand ich so schön von dem Kreis und auch wie das geschnitten ist. Genau das. Dann habe ich zum Paper Stitch Con Deluxe mitgenommen. Das ist ein Stickerbogen, Papiere, Thank you.
So. Diese Variante. Und dann habe ich einmal diese Variante. Ich kann die euch leider nicht komplett zeigen, weil die nämlich zugeschnitten sind, aber ich kann die euch auch mal aufmachen. Zeige ich euch mal komplett. Den zeige ich euch auch gleich nochmal komplett. Aber jetzt zeige ich euch erstmal diesen. Den Stickerbogen. Diese Papiere, dann Glitzerpapier. Genau, Glitzer. Dann Holopapier. Genau, das war die Variante. Und jetzt zeige ich euch die zweite. Kann etwas länger werden. Dann habe ich schon mal. Das ist das nächste. So. Einmal die Sticker. So. Wir gehen Schritt für Schritt. Normale Papiere. Dann mit Glitzer. Und dann mit Holo. Genau, das ist so aufgebaut. Genau. Sorry für das lange. Dann habe ich neue Stickers entdeckt. Die habe ich bis jetzt in keinen Haul entdeckt. Die guckt ja eigentlich sehr viel Action Hauls. Und ich habe 5 Varianten bekommen und die zeige ich euch. Ich fand die alle sehr, sehr schön. Diesen. Diese. 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 Und diese. Dann habe ich hier so Mini M&M11 Beuteln.
Dann habe ich mir diesen Block mitgenommen. Genau. Dann habe ich mir einen Spiegelkarton mitgenommen in 15x15. Also ich kann nur sagen, Action ist wirklich der tollste Laden. Dann habe ich diese Geschenkbänder mitgenommen. Also ich hatte Schleifen, meine ich, ne? Also ich, Bänder. Dann habe ich mit so einen Stickerbogen mitgenommen. Dann diese Bänder. Dann haben wir Strassbänder mitgenommen. Einmal diese Farbe. Blau. In Rot. Und Diamond Tape nennen sie sich hier. Und dann einmal in Pink und einmal in Gold. Dann diese Bänder. Dann habe ich die gleichen nochmal, aber die Variante mitgenommen. So Vintage. So, dann habe ich mir Holopapier mitgenommen. In 15x15 und nochmal Holo. Und dann haben wir noch diesen Block hier genommen. Schön foliert. Dann habe ich mir Tic-Tac mitgenommen. Einmal Orange, frische Orange und einmal Coca-Cola. So, ich räume mal kurz hier auf, weil ich habe noch. Warte, zwei Sachen, drei Sachen kann ich noch zeigen, dann räume ich kurz auf und dann zeige ich euch. Löcke, ich habe drei große Blöcke mitgenommen. Zwar habe ich mir noch einmal Linen Cardstock mitgenommen. Dann habe ich mir einmal so einen länglichen Cardstock in 27x13,5. Und so ein Band. Und dann haben wir nochmal A5 Cardstock mit dem Hobbykarton.
Genau. Ich räume mal schnell eben auf und dann zeige ich euch die Dosen 30x30 Blöcke. Bis gleich. So, Tisch ist leer. Hab alles schon weggeräumt. Achso. Das habe ich vergessen. Hab mir auch noch meinen langen Cardstock in diese Varianten mitgenommen. So, jetzt können wir aber starten. Und zwar habe ich eine 30x30. Die hatten nur diesen hier, wo ich war. Und ja. Wir blättern immer durch. Das ist beidseitig. Dann habe ich zwei Weihnachtsblöcke bekommen. Ich kippe euch einmal so. Die Sprüche, die werde ich natürlich ausschneiden. Und jetzt kommt mein absoluter Weihnachtspapierfavorit. Das ist mein Weihnachtspapierfavorit. Ich habe den gesehen und gesagt, der kommt mit. Und das sind meine typischen Weihnachtsfarben. Das kann ich mir ausstanzen. Das finde ich das Schöne, dass man das auch ausstanzen kann. Und sogar Zahlen, das geht ja noch. Die 25, das werde ich ignorieren. Das heißt, die 25 werde ich nicht gebrauchen. Genau. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Video. Also, bye.